So, ich zeige Ihnen jetzt, wie man eine richtige Hollandaise zubereitet. Dazu brauchen wir ein Eigelb. Geben das in eine Schüssel. Auf Wasserdampf. Eine Reduktion mit dazu aus Weißwein, weißem Balsamico, schwarzem Pfeffer, Piment und Lorbeer. Alternativ kann man Weißwein und ein klein wenig Estragon nehmen, halt noch ein bisschen abschmecken, circa um die Hälfte reduzieren und dann einfach das Eigelb, die Reduktion in eine Schüssel und einfach schaumig schlagen über ein Wasserbad. Als schnelle Variante einfach in den Topf geben, das Eigelb, die Reduktion mit dazu und einfach über der Flamme halt ein kleines bisschen schneller schlagen. Halt so lange schlagen, bis eine feste Konsistenz entsteht, das schön schaumig ist. So, jetzt nehmen wir das Ganze vom Herd, damit das Ei nicht gerinnt. Und gießen vorsichtig warme Butter hinein, bis eine schöne cremige Soße entsteht. So, geben wir noch ein klein wenig Gouda, etwas Parmesan und ein bisschen frische Kresse. Ganz wichtig, mit einem sauberen und trockenen Schneebesen umrühren, da sonst eventuell die Hollandaise wieder gerinnen könnte. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de